Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Wir sind hier wieder auf dem Planeten, dessen Namen ich vergessen habe. Richtig gut. Wir sind hier bei Projekt Overlord dran, ne? Und wir haben jetzt mal unsere Barriere zur Prometheus-Station geöffnet und sollten jetzt weitergehen können. So, wir sind wieder im Hammer. Ich muss mal schauen, ob ich die Steuerung wieder drin habe seit dem letzten Mass Effect. Zocken habe ich auch wieder andere Games gespielt und... Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Okay. Das sollte doch reichen. Komm schon, komm schon. Das schaffen wir. Boah. Okay, hat gereicht. Sehr gut. Dann beginnen wir doch diese schöne Mission hier und schauen mal, was wir denn in Prometheus finden. Ich hoffe, ich quatsche dem jetzt nicht ständig rein. Oh! Das war jetzt eine dumme Idee. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hoffe, das Ding kriege ich klein hier und ihr hört wenigstens etwas. Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wir haben uns wieder repariert. Mensch, 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 ich muss hier eine gescheitere Taktik gegen diese Geschütze hier finden. Die sind echt nervig. Aber die müsste man doch irgendwie anvisieren können oder sowas. Okay, this is down. Das heißt, wir können hier das Paket holen. Ah, schaffen wir's? Jawohl, 400 Iridium. Und dafür hat sich's gelohnt, hier eine Runde rumzudüsen. Und wir kommen zu einem weiteren wunderschönen Lavafall. Und wir müssen jetzt, wow, uns zuerst mal durch den Boden backen und hier über diese Plattformen springen. Das kann ja heiter werden. Och du Scheiße! Das war ein wenig anders geplant. Aber okay. Wir kriegen es hin, denke ich mal. Bingo! Da wären wir. Die Luft flimmert schon ein wenig. Wegen der Hitze, die hier herrscht. Gar nicht unangenehm oder so. Okay, hier vorne hätten wir noch mehr so Lava sehen. Hier geht es noch irgendwo rauf. Okay. Oder ist es nur so random? Warte mal, dort drüben ist doch noch was. Ah Mensch, warte mal. Schaffen wir das? Das möchte ich doch gerne mal ausprobieren. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Doch von dort drüben bis hier geht das? Ich weiß es nicht. Probieren könnte man es mal. Wenn wir hier drauf gehen, uns hochschweben lassen und dann volle Kanne rüber. Nee. Das funktioniert leider nicht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ich habe die gerade nicht im Sinne, das kann natürlich sein. Okay, wo müssen wir durch? Links oder rechts? Ich denke mir, wir müssen in diese Richtung, dort hinten. Das sieht so gewollt aus. Man muss hier echt vorsichtig sein mit diesen mistigen Gesteinsbrocken. Die gehen halt relativ schnell unter, wenn man nicht aufpassen tut. Und go. Aber wenn man sich nicht wieder letzte Volldepp anstellt, ist es schon möglich. Okay, dort gehen wir rüber. Bingo! Es ist nur die Frage, ob das was gebracht hat oder ob wir am falschen Ort sind. Ich glaube, das sollte der richtige Ort sein. Es wurde uns zumindest so angezeigt. Na gut, mal schauen. Dann räumen wir mal in der Prometheus-Station auf und dann sollten wir später auch noch in die Atlas-Station. Nein, Mist, hier ist doch die Vulkanstation. Was rede ich hier? Prometheus wird ja erst noch kommen. Oder sind wir Ach, egal. Mann, es ist erst gerade mal eine Woche her und ich habe das schon nicht mehr im Hinterkopf. Die erste Station war ja die Hermes-Station. Prometheus würde Sinn machen wegen dem ganzen Lava-Zeug, aber wegen Feuer.
Aber wir werden es ja sehen. Explosiver Container. Warum habe ich nur das Gefühl, dass wir den gleich brauchen werden? Druckniveau im Ventil D4 überschreitet maximal. Yay. Manuelle Korrektur erforderlich. Sieht übel aus hier. Okay, das ist ein Toter, kein Mech, wie ich vermutet hätte. Wollen wir doch mal das Ventil hier umgehen und mal schauen, ob uns das was bringt. So. Das geht ja eigentlich noch ganz fix durch und wir können durch diese Wand hier durch und irgendwo sind hier Max, das höre ich doch. Oder bin ich inzwischen so paranoid geworden? Ich glaube nicht. Aber mal schauen. Warte mal. Oh, das war natürlich richtig gut. Ich wollte hier eigentlich aufs Radar schauen. Dort ist nichts. Ach du Scheiße. Ein wenig gefährlich. Wir müssen hier unbedingt Acht geben. Okay, Garrus, kannst du mal bitte? Ich zünde sie an. Das bringt nichts. Okay. Wollen wir doch mal. Nochmal schauen, ob das irgendwas gebracht hat. Wir müssen nach wie vor vorsichtig bleiben. Und ich glaube, hier oben haben wir schon die nächsten Max. Hallo, Biatches. Wir wurden entdeckt. Schilde sind ausgefallen. Okay. Wer hätte das denn bloß erwartet? Jo, Kampfmucke, kannst ein wenig chillen jetzt? Oder gibt's hier noch irgendwas? An Gegnern? Ach, oh Scheiße, eine ganze Menge. Kommen die auch von hinten? Okay. Ich muss hier ein wenig aufpassen. Betäubungsschuss. Und reinfetzen da. Okay, diese Drohnen hier können gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Okay, dort oben. Garrus? So muss es sein. Ach ja. Die Überlastung ist extrem wirkungsvoll gegen diese Drohnen. Muss ich schon sagen. Okay, haben wir hier irgendwo Munition oder irgendetwas, das uns weiterhilft? Hier hinten würde es weitergehen. Jetzt ist es nur die Frage, haben wir hier noch irgendwas Interessantes vergessen? Ein explosiver Container, aber ich glaube kaum, dass der uns was bringt. Das wäre eher etwas gegen die Max gewesen wohl. Das heißt, wir rücken weiter vor und schauen mal, ob wir hier auf der Prometheus-Station, wenn es eine Prometheus-Station ist, nicht die Vulkanstation. Ja, wir gehen auf jeden Fall weiter. Dort vorne hat es Munition. Die holen wir uns gleich mal. Denn ich habe das Gefühl, wir werden bald wieder zu kämpfen haben. Okay, wir müssen dort drüben hin. Das heißt, wir gehen zuerst mal hier rein. Haben hier einen Wandsafe mit 1500 Credits. Sehr schön. Und haben hier ein Forscher-Lock. Haben ein Notsignal von der Atlas-Station erhalten. Archer hat den Ausnahmezustand für das Projekt ausgerufen. Wir versuchen, die Generatoren abzuschalten, um der VI die Energiezufuhr zu entziehen. Aber sie hat bereits unsere automatisierten Systeme übernommen. Ich habe Anweisung erteilt, das Kraftwerk auf jede nur erdenkliche Weise stillzulegen. Alter. Dieses Mistvieh.
Dieser KI müssen wir dringendst auf den Sack geben. Oder halt VI. Was auch immer das genau ist, es kann zwar ja selbstständig denken, wird ja auch unterstützt von dem Bruder des Forschers hier. Aber ob das als KI gilt, ist eine andere Frage. Sie haben uns gesehen. Okay, eine Menge Mechs hier. Die aufs Fressbrett wollen. Ja. Und wir haben da oben einen Ymir-Mech. Oh no. Oh no. Das wird lustig. Das wird lustig. Und Grunt findet es natürlich besonders toll, mir hier im Weg rumzulaufen. Komm schon. Okay, der wird ekelhaft. Wir nützen dafür doch mal die Kollektorenwaffen. Die haut ordentlich rein. Mistige Viecher. Wir müssen die Schilder regenerieren. Und jetzt können wir wieder rein. Bingo. Und das Problem hätte sich wunderbar erledigt. Schauen, haben wir hier irgendwo Muni oder sowas? Ja, hier vorne. Denn wir werden noch mehr davon brauchen. Insbesondere, weil wir ja nur noch 220 Schuss mit dem Partikelstrahler haben. So, okay. Okay, wir können hier noch eine Tür umgehen. Also die VI hat hier alles abgesichert bis zum letzten. Oder halt eben KI, wir wissen es ja nicht genau. Also werden wir es irgendwann in Zukunft mal rausfinden. Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende. Also doch Vulkanstation. Prometheus wird noch kommen. Alles klar. Damit wissen wir schon mal Bescheid. Und gehen weiter. Wieder raus in die offene Natur, suchen die Prometheus-Station und sobald wir diese Station haben, können wir dann endlich Zugriff erhalten auf die Atlas-Station und dort der KI den Garaus machen. Aber hoffentlich zu Fuß und nicht mit diesem Hammer hier, der zwar geschwindigkeitstechnisch und bewegungstechnisch weitaus besser ist als der Mako, aber viel aushalten tut er leider nicht. So, und da wären wir wieder. Commander, das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Vulkanstation war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben. Viel Glück. Danke, danke. Okay, hier ist es ein wenig dunkel, da muss man aufpassen, hier nicht in den Abgrund runter zu düsen. Das kann. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Ja, danke, Hammer. Es sieht hier schon wirklich cool aus, muss man schon sagen. Also, der Planet hier gefällt mir auf jeden Fall, wenn es nicht gleich eine gestörte KI rumfliegen hat. Ich glaube, dort hinten geht es zur Atlas-Station. Schauen wir doch mal kurz nach.
Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Bedrohung geortet. Feindliche Einheiten in der Nähe. Oh. Also die Cerberus-Anlage hat hier schon krasse Geschütze. Boah, wie der Alarm hier wieder am Ausrasten ist. Na gut, egal. Wir kriegen schon irgendwie hin. Das glaubt man doch kaum. Na gut, dann machen wir es hier halt mit der berühmten Hit-and-Run-Taktik. Dann kriegen wir dieses Vieh dort oben schon bald down. Ach, es hat noch mehr von diesen. Ach du Kacke. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Aber das möchte ich eigentlich gerne noch erledigen. Zumindest bevor wir hier mit der Folge fertig sind. Okay, zumindest das eine Geschütz ist down, aber es gibt hier noch mehr. Ah, dort drüben. Na toll, das liegt ja wieder mal richtig beschissen. Hört ihr es einfach mal, wie schnell hier das Fahrzeug an den Arsch geht? Das ist ja abnormal. Wenigstens können wir hier ein wenig in Deckung gehen, das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir, wie schon gesagt, die Hit-and-Run-Taktik. Vielleicht funktioniert sie ein wenig. Leider können wir den nicht gescheit anvisieren, zumindest nicht soweit ich weiß. Aber zum Glück kann der sich nicht reparieren. Okay. Okay, noch kurz was und dann sollte der down sein. Komm schon. Der hat noch so ein Fitzelchen Leben. Down. Irgendwie schaut es ja nicht so aus, aber na, jetzt auf jeden Fall. Speichern können wir nicht. Es könnte sein, dass noch ein Abwehrturm in der Nähe ist. Ich hoffe es mal nicht. Es schaut allerdings relativ sicher aus. Wir haben hier noch koloniale Hütten und Stuff. Gibt es hier auch irgendwo noch so ein Feld, wo wir was auflesen können, scheint gar nicht so zu sein. Warum zum Teufel können wir dann hier hin? Ach so, da sind wir. Ich dachte ja schon. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Sehr gut. Bleiben noch vier. Datenpaket. Ah, jetzt wissen wir auch den Planeten wieder. AIT. Hui. So, ich denke mal, bevor wir hier weitergehen zur Prometheus-Station, verabschiede ich mich hier wieder mal mit einer richtig tollen Aussicht hier auf dem Planeten AIT. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssen!